Ja, Sie waren vielleicht erstaunt, dass wir einen neutestamentlichen Text gelesen haben, obwohl ich doch jetzt seit über 10 Einheiten die Urgeschichte betrachte. Wir haben ja gesehen, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie sie gefallen ist im Ursündenfall, im Sechstagewerk wiederhergestellt wurde. Wir haben von der Erschaffung des Menschen gesprochen, von der Geschlechtlichkeit des Menschen, von Ehe, die Gott von Anfang an will, von Familie und Kinder. Wir haben vom Garten Eden gesprochen, von der Ruhe Gottes. Wir haben gesprochen, wie dann auch die Menschheit gefallen ist und was es für Folgen hatte, dass die Menschen sich von Gott abgewendet haben. Und jetzt kommt ja eigentlich, Sie kennen Ihre Bibel, in Kapitel 4 Kain und Abel. Und bei Kain und Abel habe ich sozusagen einen Exkurs vorgezogen, denn Kain, das werden wir, wenn ich das nächste Mal dran bin, ja dann sehen, Kain sagt ja zu Gott in einer ganz frechen Weise, der ihn nach seinem Bruder Abel fragt, den er erschlagen hat, sagt ja, Kain ganz frech, bin ich meines Bruders Hüter? Und das ist eben die Frage dann auch für uns als glaubende Gemeinde, bin ich meines Bruders Hüter? Und die Antwort, das ist klar, lautet ja. Und deswegen habe ich mich entschlossen, eben dieses Thema aus Matthäus 18, 15 bis 18 einzuschieben. Und ich habe es überschrieben, aus Liebe nicht schweigen von der Verantwortung für den Bruder. Wir haben also die Schöpfungsordnung betrachtet bis zum Fall des Menschen. Und dann sind wir in der Erhaltungsordnung und jetzt springen wir heute sogar in die Erlösungsordnung. Das, was ich heute sage, das gilt für die Erlösten. Das gilt für die, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Wir müssen uns aber ganz kurz mit dem Kontext des Matthäus-Evangeliums beschäftigen. Der Herr hat ja in seiner Weisheit 4 kanonische Evangelien in den Kanon des Neuen Testaments aufnehmen lassen und sie schildert das Leben, das Wirken und das Werk Jesu und seine Auferstehung aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist ein alter Hut. Schon die ersten Christen haben das natürlich gesehen und gewusst. Matthäus betont sehr stark den König, der Löwe aus Juda. Markus hat den Aspekt der Knecht Gottes, der wahre Gottesknecht. Da heißt immer und zugleich, er ist immer fleißig, er ist immer dienend. Lukas hat das Thema des Menschensohn. Des Menschensohn. Und dann Johannesevangelium, ein Spezialfall sozusagen, hat die Sicht von oben auf den Sohn Gottes. Deswegen beginnt sie auch nicht mit Taufe oder Geburt, sondern mit dem bekannten Johannesprolog. Im Anfang war das Wort, Sie kennen das. Also wir sind bei Matthäus, der König der Juden. Er ist gekommen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen in seiner Person. Jetzt müssen wir beachten, dass die Evangelien, die Synoptiker, alle einen Doppelcharakter haben. Das ist ganz wichtig, sonst kriegen Sie das Eingangstor heute nicht und sagen, ja, Gemeindelehre und Evangelium, da ist doch irgendwo ein Problem. Die Evangelien haben, die synoptischen Evangelien haben einen Doppelcharakter, ebenso wie der Dienst und das Leben der Apostel. Sie beginnen in der Königreichserwartung, in der Königreichshoffnung des Volkes Israel, ganz stark geprägt. Aber je mehr der Messias abgelehnt und verworfen wird, je deutlicher das wird, desto mehr blendet es schon hinüber prophetisch in die Gemeindezeit. Und so gibt es Reden und Aussagen Jesu, die, er weiß schon, dass er verworfen wird, dass er ans Kreuz geht, dass Israel beiseite gesetzt wird, die dann schon in die Gemeindezeit hineinsprechen. Also zum Beispiel, am Mittwoch haben wir ja die Endzeitrede, die beleuchtet sowohl Zustände in Israel, aber auch für die Gemeinde zur Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und jetzt ist Matthäus der, der Jesus vor allem auch als Lehrer darstellt. Und deswegen überliefert er besonders die langen Reden oder relativ langen Reden Jesu. Denken Sie nur an die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Denken Sie an die Aussendungsrede, Kapitel 10, die Gleichnisrede, Kapitel 13. Und die Gemeinderede, Kapitel 18, da ist ja unser Text. Und ich habe schon gesagt, dann die große Endzeitrede, Pharisäer und eschatologische Rede, Kapitel 23 bis 25. Also das ist mir sehr wichtig, die Gemeinderede blickt prophetisch. Der Herr weiß, ich gehe ans Kreuz, ich werde mein Blut geben zur Erlösung für die vielen. Der Vater wird mich in der Auferstehung bestätigen, ich werde erhöht werden in der Himmelfahrt und ich werde wiederkommen. Und er blickt schon prophetisch jetzt in die Zeit der Gemeinde. Und die stand ja auch in Gestalt der Jünger pars pro toto vor ihm. Doppelcharakter. Aus der Königreichslinie, aber jetzt in die Gemeindelinie hinübergeführt. Und Apostel Paulus ist ja der, der dann später sagt,
dass das ja eben das Geheimnis ist, dass aus Juden und Griechen der eine Leib gebildet wird. Also gehört Matthäus 18, Vers 15 folgende, so wie es Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 13 sagt, zu den gesundseienden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. Und damit ist Matthäus 18, 15 folgende verbindliche Lehre für die Gemeinde und damit auch für uns. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Text. Aus Liebe nicht schweigen von der Verantwortung für den Bruder. Da ist wichtig, dass wir den Ton richtig treffen. Der Ton ist nämlich nicht, es geht hier nicht um ein Verfahren, jemand loszuwerden. Es geht hier nicht um ein Verfahren, jemand zu brandmarken. Es geht nicht darum, hier möglichst scharf wie der deutsche Schäferhund durch die Gemeinden zu fahren. Sondern es ist ein Akt der Liebe, des Erbarmens. Es ist der Versuch, jemand, der einen Irrweg geht, unter allen Umständen gewinnen zu wollen. Das ist das Ziel in allen Stufen dieses Verfahrens. Und das werden wir sehen, dass das auch immer wieder durchleuchtet, durchscheint. Und es ist interessant, und ich musste selber ein bisschen umdenken, wo ich mich intensiver vor einigen Monaten damit beschäftigt habe. Der Herr sagt nicht, wenn du deinem Bruder, also verschonen wir uns jetzt mit dieser Gender-Sache, dass ich jetzt immer auch Schwester und so weiter oder Brüderinnen oder sowas sage, ja. Also es sind die Schwestern, sind immer gemeint, aber im Text steht eben Bruder. Ja, und da heißt nicht, wenn du dann gut gelaunt bist, wenn du dazu Lust hast oder wenn es dir opportun erscheint, dann tu das. Sondern es heißt, so geh hin. Du, geh hin. Manche von uns wissen, im Rechtsumgang gibt es ja Kann-Bestimmung und Muss-Bestimmung. Kann heißt, für eine Behörde zum Beispiel nach pflichtgemäß, es kann die Rechtsfolge sein. Muss heißt, es ist die Rechtsfolge. Ein Mörder ist zu verurteilen. Wenn er des Mordes überführt, ist die Regelfolge lebenslange Haft. Und das ist eine Muss-Bestimmung. Das ist schon mal sehr wichtig, eine zwingende Folge. Du hast eine Verantwortung. In dem Moment, wo der Herr das dir zeigt, stehst du und nicht irgendjemand anders in der Verantwortung aus Liebe deinem Bruder gegenüber. In diesem Zusammenhang kann dann die Gemeinde mit von Gott gegebener Vollmacht binden oder lösen. Der Vers 18, der ist ja auch auf ihrem Programm. Das ist der Grundfall und die Verse 15 bis 17, so du deinen Bruder sündigen siehst, ist der Spezialfall. Also der Herr der Gemeinde Jesus Christus erteilt seinen Jüngern die Vollmacht und den Auftrag, in seinem Namen einen Sünder zur Umkehr zu bewegen und ihn im Falle des Hörens die Vergebung zuzusprechen oder wenn er nicht hören will, als Heide und Zöllner zu behandeln. Was heißt das jetzt genau? Und wie soll das ablaufen? Schauen wir uns das Ganze in zwei Schritten an. Erstens der Anlass, zweitens das angeordnete Verfahren. Erstens der Anlass. Die, die ihre Bibel dabei haben, haben vielleicht entdeckt, dass bei der Textlesung bei ihnen etwas fehlt oder etwas steht, was bei anderen nicht steht. Die Luther-Übersetzung hat, sündigt aber dein Bruder an dir. Während andere Übersetzungen haben, wenn aber dein Bruder sündigt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, obwohl ich schon über 30 Jahre dabei bin, ich habe immer, wenn ich an diesen Text gedacht, naja, da geht es um den, an dem jemand schuldig geworden ist. Vielleicht den jemand beleidigt hat oder dem jemand etwas gestohlen hat oder sonst irgendwas. Der soll das mit dem klären. Aber, und da musste ich umdenken, es geht hier um alle, auch die nicht direkt Geschädigten. Es geht hier um alle. Und so sind die Ausleger sich weitgehend einig, dass diese Grundtextvariante, die es gibt, an dir, so dein Bruder sündigt an dir, später hinzugefügt wird. Und das ist sehr wichtig, dass wir erkennen, alle sind gefragt. Nicht nur, wenn wir die Betroffenen sind, nicht nur, wenn wir die Verletzten sind. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, so gehe hin. Jeder. Auch wenn er an einem anderen sündigt, so geh du hin, lass die Sache nicht auf sich beruhen. Und der Grund ist auch, wie wir noch sehen werden, ist ein bisschen ein Lehrthema, ich weiß, aber ich dachte, das muss gesagt werden in der Gemeinde, weil es so wichtig ist. Und da Sie mittwochs nicht alle Zeit haben und nicht alle kommen, machen wir es jetzt am Sonntag, da können Sie nicht ausweichen. Wer als Bruder sündigt, gefährdet nicht nur sich,
sondern auch andere. Das werden wir jetzt in diesem Verfahren sehen. Es geht Gott auch um den Schutz der Gemeinde. Ist klar, ich habe zwar nie eine Schafherde gehütet, aber ist klar, wenn ein krankes Tier ist mit einer infektiösen Krankheit, dann muss ich nicht nur dieses Tier separieren, um es vielleicht besser behandeln zu können, sondern ich muss dieses Tier auch möglichst schnell separieren von der Herde, im Extremfall jetzt, weil die ganze Herde ja sonst gefährdet ist. Ich kann mich dem einzelnen Tier besser widmen und muss die Herde schützen. Und so geht es hier nicht nur um den, der gefallen ist, sondern es geht vor allem auch um die Gemeinde und ihr Zeugnis der Welt gegenüber. Und interessant ist, Jesus blickt ja prophetisch in die Gemeindezeit, dass er wie selbstverständlich davon ausgeht, dass es auch nach Pfingsten noch Sünde in der Gemeinde geben wird. Es gibt ja manchmal so super fromme Heiligungsbewegungen, die sagen, also wenn du wirklich im Herrn bist, dann hast du mit der Sünde nichts mehr zu tun. Ich bin erinnert an eine Geschichte, die ich gehört habe. Ein Missionsdirektor hat gesagt, also er hätte das letzte Vierteljahr, wäre er seinem alten Menschen, also einem sündigen Menschen, nicht mehr begegnet. Worauf etliche Mitarbeiter vor sich hin murmelten, wir dafür umso mehr. Also da kann man sich auch ganz schön täuschen, ja. Und Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Leider ist etwas dran, wenn man übertrieben sagt, wenn du der Welt begegnen möchtest, musst du in die Gemeinde gehen. Das ist leider so, aber natürlich, wer glaubt, der findet eine reine, wunderbare Gemeinde ohne irgendetwas, der liegt daneben. Und es war ja Spurgeon, der gesagt hat, spätestens in dem Moment, wo ich dazu komme, ist vorbei mit der reinen und wunderbaren Gemeinde. Aber der Herr sagt, ihr sollt die Dinge nicht einfach alle schleifen lassen, sondern es gibt ein liebes, geistliches Verfahren, wie mit diesen Dingen zum Zeugnis umgegangen werden soll und damit Leben, geistliches Leben bewahrt und gerettet wird. Natürlich müssen hier im Vorfeld schon viele Entscheidungen fallen. Wenn dein Bruder sündigt, als ich zum Glauben gekommen bin, da hatte ich auch mal, das haben Sie vielleicht auch gehabt, so eine super strenge und enge Phase. Ja, ich hatte auch mal eine liberale Phase und irgendwie das Pendel ging so ein bisschen hin und her. Ich hoffe, bin ich jetzt so ein bisschen in der Mitte, aber wer weiß, wie ich es in 10 Jahren sehe. Aber in dieser super strengen Phase, da habe ich gedacht, auch die Verkehrsvorschriften sind ganz eng auszulegen. Und wenn die Straßenverkehrsordnung sagt, der Ortschaft darf man nicht mehr wie 50 fahren, dann fahre ich auch nicht 51, sondern 50. Weil eins daneben ist auch daneben. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und ich weiß noch gut, wo ich dann nach Frankfurt gekommen bin, meine jetzige Frau zu besuchen und so. Und wie Dutzende Autofahrer hupend und Scheibenwischer machend an mir vorbeigefahren sind. Der Dorftrottel, der weiß wohl nicht, wie es hier in der Großstadt zugeht. Seitdem räume ich mir +10 ein und auf der Autobahn ein bisschen mehr. Also, aber ich sage mal, warum habe ich Ihnen das erzählt? Ich meine, es muss schon eine gewisse Schwere vorliegen. Also es darf auch nichts Zweifelhaftes sein. Es gibt eine ganze Reihe Dinge, die wir sehen an uns und an anderen. Also es soll jetzt nicht die Aufforderung sein, dass wir permanent zu irgendwelchen Leuten laufen und sagen, du, ich habe das und das, sondern es muss eine gewisse Schwere da sein, eine gewisse Beharrlichkeit, dass die Dinge werden nicht bereinigt. Man betet auch darüber, man wartet eine Zeit lang und sagt, ich kann das im Namen Jesu nicht laufen lassen. Und jeder, der mal zu einem anderen gegangen ist und nicht gesagt hat, ich finde alles toll, was du machst, sondern gesagt hat, ich bin auch ein armer Sünder und ein armes Schwein, aber in der Sache muss ich dir sagen, das kannst du so nicht machen. Der weiß, wie schwer das ist. Das ist wirklich schwer und da kommt es vor allem auf die Haltung. Wir wollen natürlich auch nicht Detektiv spielen. Wir haben jetzt im geistlichen Leiterkreis uns über die Seniorenehe ein bisschen Gedanken gemacht und ein Gedanke war, wir forschen nie nach. Es ist nicht unsere Aufgabe, wir sind keine geistlichen Detektive, spionieren irgendwelchen Leuten nach, stellen uns versteckt irgendwo hin und beobachten. Aber was Gott, gerade gestern hatte ich ein Gespräch, was Gott uns zeigt, lehrmäßig und auch persönlich, das haben wir durchaus zu beurteilen. Das ist wichtig, dass wir uns da nicht wegdrücken. Da kommt ja dann gern der Standardsatz, richtet nichts und dann lässt man irgendwie alles laufen. Nein, wir sollen die Dinge in der Gemeinde beurteilen, die Gott geoffenbart hat, die Gott gezeigt hat. Es kann also sein, dass, ich sage mal, das meiste wird nach Prüfung darauf hinauslaufen, dass man wegen Zweifelhaftigkeit oder weil es nicht so schwer ist, nicht dieses Verfahren anleiert, ja, dass man nicht hingeht. Aber es gibt Dinge da, sagt der Herr, kneif nicht, sei kein Feigling. Die
kenne noch die Werbung, sei kein Frosch, komm zu Fröschel, kennen Sie die noch vor 30 Jahren? Also geh hin, tu deinem Bruder diesen Dienst. Und dann schauen wir uns jetzt mal das dreistufige Verfahren an. Die erste Stufe, Vers 15, so geh hin und weise ihn zurecht, das ist ein bisschen hart formuliert, überführ ihn, mach ihm das klar. Also es gibt ein liebevolles, aber klares Reden. Das ist gemeint. Nicht dieses schroffe Rums, sondern das Liebevolle. Das sozusagen, das sich mit drunter stellt, das sagt, Mensch, also am schönsten ist natürlich, wenn man selber mal in die Richtung Probleme hat und sagt, ich kann das so gut verstehen. Das ist gemeint, gewinnen. So geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört auf dich, so hast du den Bruder gewonnen. Für gewonnen steht ein Terminus, der geradezu der Terminus technicus nach Schlier ist für die, in der Missionssprache. Gewinnen für das Reich Gottes, gewinnen für die Gemeinde Jesu. Also Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 9, da taucht viermal dieser Begriff auf. Ich bin den Juden ein Jude geworden, den Unbeschnittenen ein Unbeschnittener, ich bin allen alles geworden, damit ich gewinne. Gewinne. Und hier geht es ja nicht um erstmaliges Gewinnen, sondern hier geht es darum, dass jemand, der sich zu Christus bekennt und zur Gemeinde hält, zurückgewonnen wird, wiedergewonnen wird, zurückgeführt wird. Es geht um einen Liebesdienst. Lieblos wäre nichts zu sagen. Wer liebt, spricht, schweigt nicht in diesen Fällen. Ich weiß nicht, Sie kennen ja alle die drei Affen, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Das zum Beispiel im Shinto-Tempel in Nikko in Japan. In Japan wird das ein bisschen anders verstanden. Das ist dort eigentlich eine Tugend, zurückzuhalten. Aber wir wissen, wie das verwendet wird bei uns. Ja, also so ungefähr der Strauß, der den Kopf in den Sand steckt. Und das soll hier genau nicht geschehen. Wir wollen das, was Gott uns sagt, aufnehmen, in Liebe anhand des Wortes Gottes prüfen und wo Gott es uns heißt, auch unseren Mund auftun. Und ich habe die Haltung schon angesprochen, das Allerentscheidendste ist, dass wir das tun in dem Wissen, wir sind selber nur begnadigte Sünder. Sonst brauchen wir gar nicht hingehen. Also ich habe schon gesagt, wenn man von oben herab jemand versucht, etwas zu sagen, ist mir auch schon passiert, gell? Aber wenn man das versucht, sondern da kommt sozusagen ein begnadigter Sünder, der den anderen Sünder so gut verstehen kann und wie man auch in sowas fallen kann und die Schwierigkeiten und die Nöte sieht und der jetzt wirklich zum Ausdruck bringt, du bist mir so wichtig, dass ich zu dir komme. Ich gehe nicht irgendwo anders hin. Ich komme zu dir, ich fahre zu dir, ich rufe auch nicht nur an, ich gehe zu dir und von Angesicht zu Angesicht, meinst nicht, das sollten wir gemeinsam bereinigen? Ist das nicht schön? Und ich habe es oft erlebt, wenn man einander schuldig geworden ist und einander wirklich vergibt, dann ist eine höhere Qualität der Gemeinschaft, wie wenn man nie einander schuldig geworden ist. Das ist ein Wunder, das gilt auch in der Ehe. Man kommt auf einen höheren Level der Gemeinschaft. Und das ist hier eben gemeint, nicht stolz, nicht verachtet. Die Bibel sagt ja klar, wer Menschen verachtet, verachtet den Schöpfer. Wir haben niemanden zu verachten. Wenn da einer zahnlos vom Alkoholmissbrauch, schlampig, dreckig, gekennzeichnet eben von diesem jahrzehntelangen Missbrauch vor uns steht. Es ist ein Geliebter des Herrn. Wir haben niemanden zu verachten. Wie viel weniger den Bruder, die Schwester, für die Christus gestorben ist. Also es soll damit anfangen, dass wir zum Betreffenden kommen. Nicht zu einem Dritten. Nicht tratschen, nicht an die Glocke hängen ist angesagt. Sondern Sünde bedecken mit dem Ziel, im kleinsten Kreis unter vier Augen dem Sünder helfen zu wollen. Deswegen sagt Jesus betont und ausdrücklich, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und das macht es ihm ja auch leichter. Wir haben das alle schon erlebt, dass berechtigte, aber auch unberechtigte Dinge schon irgendwie rumgegangen sind. Und das macht es dann so kompliziert und so schwierig. Aber wenn das so im ganz kleinen Kreis bleibt, dann ist auch die Umkehr erleichtert. Wie wenn das schon am schwarzen Brett der Gemeinde hängt. So geh hin, mach dir diese Mühe. Es kann ja auch rauskommen, es ist unberechtigt. Ich habe mal mitbekommen, irgendwo in Deutschland,
dass jemand doch sehr intensiv den Prediger angeschaut hat und ihm gefolgt ist in seiner Predigt. Eine andere Schwester spricht sie dann darauf an, dass sie ja den Prediger so anschaut und so. Und dann sagt sie, das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Ja, also da, ganz andere Situation. Oder ich muss zurzeit ein bisschen so Arznei nehmen und die muss in Wasser gelöst werden. Und dann stand da ausdrücklich dabei, muss eine dunkle Flasche sein, damit das Licht nicht irgendwie diese Substanz gleich wieder zersetzt. Dunkle Flasche. Ich hatte nur eine Weinflasche. Und seitdem habe ich jetzt eine Weinflasche rechts vom Schreibtisch. Und dann dachte ich, oh, wenn da mal einer kommt, der sagt auch, also der Bruder Würz, der sauft sich die Predigten zurecht. Und der Knaller war noch, letzten Sonntag war ich dann auswärts und ich hatte keine Zeit, morgens mein Zeug zu nehmen. Da habe ich die Weinflasche auf den Beifahrersitz gestellt und an der Ampel hole ich die Weinflasche raus und denke, meine Güte, wenn das die Polizei sieht, dann hast du aber auch ein Problem. Seitdem habe ich es dann vorsichtiger gemacht. Aber wenn da einer gekommen ist und gesagt hätte, ja, also du, das geht doch nicht, da hätte ich gesagt, du, das ist Arznei. Das ist Arznei, ja. Sagen ja alle Weintrinker, aber in dem Fall jetzt gestimmt. Ist Arznei, ja. Also es ist geradezu eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Es steht das gleiche griechische Wort wie der Heilige Geist überführt. Gott benutzt Menschen, die das tun sollen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Dienst des Überführens soll im Vertrauen geschehen, dass Gott das Entscheidende tut. Wir haben ja 1000 menschliche Überlegungen. Der findet mich unsympathisch, der mag mich sowieso nicht, ich krieg's nicht hintereinander. Aber Gott belohnt ja immer, wenn wir etwas im Gehorsam tun. Der Herr sagt, geh hin und dann liegt auch ein besonderer Segen drauf. Sei es, dass er den Bruder vorbereitet hat, sei es, dass er die Situation besonders vorbereitet hat. Also das ist auch, dieser Glaubensschritt wird auch gesegnet. Wir dürfen hier nicht auf uns vertrauen. Ja, ich kriege das schon gebacken. Das kriege ich schon hin. Ich kann auch demütig genug gucken, dass er sich nicht von oben her belehrt fühlt. Nein, das Entscheidende macht Gott. Er muss überführen. Und dann ist hoffentlich schon vielleicht vieles erledigt. Ich weiß von Fällen, da hat jemand angesprochen, und da war die Reaktion, was bin ich froh, dass du mich darauf ansprichst. Ich leide seit Jahren darunter und ich finde nicht den Mut, das anzupacken und zu bekennen. Und dann kann es sein, dass da ein Prozess mit den beiden startet über Jahre. Das muss nicht, also Kampf gegen Sünde. Es geht darum, wenn jemand aufgegeben hat, sich in die Sünde fallen lässt. Ist doch dann wunderbar. So darf eine Zweierschaft entstehen. Natürlich, es geht um wirkliches Bereuen, nicht nur um pro forma dem Ding Raum geben. Also irgendwann ging mal hier auf der La Höhe so ein nettes Plakat um. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ja, ich habe die Kekse jetzt rechts vom Computer nach links gestellt. Ja, also es ist ja nicht wirklich umgestellt. Und das ist auch nicht wirklich, was hier gemeint ist, dass man umgekehrt ist. Interessant ist, dass Jesus diese Rede ja hält und davor erzählt das Gleichnis von den 100 Schafen, wo eins verloren geht. Und da sagt der Hirte, wird doch die 99 lassen und dem einen nachgehen. Und dann kommt unsere Geschichte. Also ein Schaf der Herde geht verloren. Und da heißt es ausdrücklich, Sie können es in Matthäus 18, 12 bis 14 nachlesen, es ist der Wille des Vaters, dass nicht eines dieser Kleinen verloren geht. Das ist das Eingangstor zu unserem Text. Liebe. Nachgehen aus Liebe. Ich war dann neulich mal mit einem Verkündiger im Gespräch und wir sind auf eine Versammlung gekommen und warum da der Besuch zurückgeht und so. Und er sagt so ganz spontan, und das hat mich getroffen, gehen die auch denen nach, die wegbleiben? Gehen die denen auch nach? Was aber, wenn der Bruder nicht hört? Und jetzt kommt dieser Instanzenweg, 4-Augen-Gespräch, 6- oder 8-Augen-Gespräch und am Ende möglicherweise sogar die Gemeindeversammlung. Und immer geht es um eine Haltung der Liebe und des Dienens. Ziel ist immer, den Bruder zu gewinnen. Und es ist klar, das ganze Verfahren wird unterlaufen durch Tratschen und Gerede. Geh hin, nimm mit, nicht ratsch es überall rum und da haben wir doch alle schon gesündigt. Ich auch. Dass man es erst anderen sagt und dann erst dem Bruder. Oder vielleicht gar nicht dem Bruder, nur anderen. Hast schon gehört? Hast schon mitbekommen? Es geht doch nicht.
Ich habe immer gedacht, das ist ein falscher 50er. Das sind so Sätze. Also wenn er nicht hören will, dann geht es in die zweite Stufe. Wir finden sie in Vers 16. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit. Es soll natürlich Menschen, Glaubende sein, Bewährte aus der Gemeinde, die A, einem Sünder mit Liebe begegnen können und B, selber den Mund halten können. Also nicht ratschen. Das bleibt immer noch. Gott versucht sozusagen im allerkleinsten Kreis das zu klären. Man muss jetzt sagen, es gibt eigentlich eine Stufe, von der wir gar nicht gesprochen haben, die der Stufe, wo ein Bruder hingeht, noch vorausgeht. Das ist nämlich die Stufe, wo Gott permanent versucht, in das Leben des Bruders durch sein Wort und Predigten zu reden. Das hat er ja schon verweigert, er will ja nicht, er hält ja fest. Also da ist es sozusagen nur zwischen dem Herrn und ihm. Nächste Stufe zwischen ein Bruder und ein Bruder. Übernächste Stufe zwei oder drei Brüder. Möglichst klein, nicht in die Öffentlichkeit, gar nie, auch nicht einmal im letzten Schritt außerhalb der Gemeinde. Deswegen ist es Quark mit Soße, wenn wir zu früh Sünden in der Gemeinde auch bekennen. Es gibt Dinge, die müssen öffentlich bekannt werden. Wenn der Finanzzuständige mit der Gemeindekasse durchbrennt und die ganze Gemeinde bekommt es mit, dann brauchen wir dieses Verfahren nicht. Und dann ist normal, wenn er wieder zur Besinnung kommt und hoffentlich nicht alles auf den Kanaren hier irgendwie durchgebracht hat oder in der Karibik, dass er sich vor die Gemeinde stellt und sagt, das tut mir leid. Das ist klar, ja. Aber ansonsten immer, und das ist so ein Prinzip, es bleibt immer im kleinsten Kreis. Schauen wir uns die zweite Stufe an. Der Liebesdruck wird erhöht. Es ist wie im Alten Testament. Eine Sache soll von zwei oder drei Zeugen bekräftigt werden, bevor dann auch wichtige Urteile gefällt werden. So war es im Alten Testament und das wird hier aufgegriffen. Paulus verschärft übrigens das Verfahren, wenn es einen Ältesten betrifft. Weil er sie besonders schützt. Die sündigen ja auch. Die machen ja auch Fehler. Um was manchmal? Ist klar. Aber er sagt, bei einem Ältesten, da ist die äußerste Zurückhaltung angebracht. Äußerste Vorsicht. Kein Gemeindeglied kann einen Ältesten einfach hier an die Wand stellen. Das geht nicht. Er sagt nämlich, Sie können es nachlesen, 1. Timotheus 5, Vers 19, gegen einen Ältesten, also einen Leiter, die Leiter der Gemeinde, die Verantwortlichen gegen einen Ältesten, nimmt nicht einmal eine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Also es geht um Bestätigung. Es könnte ja auch sein, Beispiel, der Bruder geht hin und er hat nicht recht. Es ist nicht so massiv oder es ist vielleicht überhaupt keine Sünde. Es ist vielleicht sein enges Frömmigkeitsverständnis. Also wir kriegen hier ja alle möglichen gut gemeinten Vorschläge und manche Vorschläge sind keine Vorschläge, sondern Anweisungen, wie wir es zu machen haben und die sind manchmal auch einander gegenüberstehend und also es geht nicht. Wir stehen ja selber vor der Pfanne, man muss auf die Brüder und Schwestern hören, aber man kann nicht alles machen. Und da gibt es Leute, die haben ein ungeheuer enges Frömmigkeitsverständnis und das haben sie manchmal nicht nur für sich, sondern sie wollen das auch auf die anderen legen. Und die meinen nun, ja gut, Matthäus 18, 15, der sündigt ja, da gehe ich hin. Und jetzt nimmt er zwei, drei Bewährte, vielleicht Älteste der Gemeinde mit und dann müssen die ihm vielleicht sagen, du, das siehst du falsch. Das, verstehen Sie? Das hat ja auch den Sinn, dass möglicherweise der Bruder noch einmal korrigiert wird. Und natürlich hat es den Sinn, wenn es nachher doch in die Gemeindeversammlung geht, dann können Sie das bestätigen. Ja du, wir haben intensive Gespräche geführt, über Wochen, mehrfach. Aber er möchte nicht von dieser Sache lassen. Dann wird es auch bestätigt und ist nicht nur aus einem Mund. Wenn er wieder nicht hört, dann kommt allerdings eine Stufe, die sehr massiv ist. Vers 17, die letzte Stufe, hört er nicht, so sage es der Gemeinde, der Ekklesia, und da merkt man schon, da taucht der typische Gemeindebegriff auf. So sage es der Ekklesia, hört er auf die Ekklesia, die Gemeinde nicht, so sei er dir wie ein Heide oder Zöllner oder Unzöllner. Sage es der Gemeinde. Wieder erstaunlich, wie selbstverständlich Jesus hier von der Gemeinde nach Pfingsten spricht. Da war ja da noch gar nichts zu sehen, als er diese Rede gehalten hat. Aber erst jetzt, nach einem langen, langen Vorverfahren, erst jetzt bei absoluter Massivität der Sünde und beim Verhärten und Bestehen in diesen Verhältnissen zu bleiben, erst jetzt soll die Sache in die Gemeindeöffentlichkeit, nie und nimmer nach außen, in die Welt. Ich habe das auch schon erlebt, dass Leute über Gemeindeinternas und Dinge in der Gemeinde mit Weltmenschen, Menschen draußen getratscht haben. Das geht nicht.
Das geht ebenso wenig. Es gibt Familieninternas, die bleiben in der Familie. Logisch, ne? Und die Gemeinde ist vor Gott wie eine Familie. Und wenn die Familie Probleme hat, dann bleibt sie in der Familie. Die sollte selber klären und regeln und nicht nach außen gehen und andere gar noch hinzurufen. Paulus tadelt ja die Korinther, weil sie sogar vor Gericht außerhalb gegangen sind. Er sagt, habt ihr niemanden, der das beurteilen kann? Ihr, die einmal die Welt richten sollt, könnt nicht die einfachsten Dinge beurteilen. Aber es besteht immer noch die Chance zur Beugung und zur Umkehr. Das ist ganz wichtig. Ich habe so ein Verfahren in dem Sinn nicht erlebt, muss ich sagen. Ich habe, weil ich auch in eine ganze Reihe anderer Gemeinden mitbekommen, dass es Verfahren von der Gemeindeleitung gegen Einzelne gab. Und das ist immer eine schwierige Sache. Aber dass in der Gemeindeöffentlichkeit jemand sozusagen vor versammelter Mannschaft zur Rechenschaft gezogen wurde, das ist schon sehr massiv. Wir haben ja letzte Woche Gemeindenachmittag gehabt. Und da haben wir so vorgestellt, stell dir mal vor, da wird jetzt ein Name genannt und der Bruder oder die Schwester ist vielleicht da und dann wird gesagt, leider müssen wir feststellen, dass. Kann Gott noch massiver dann in ein Leben reden? Können noch mehr Schiffsglocken läuten, noch mehr Alarmsirenen angehen? Also Gott sagt, bevor ich dich aufgebe, bevor du mir verloren gehst, da läute ich Sturm. Da komme ich mit dem Rambock an deine Tür. Merkst du denn nicht, dass du selber geistlich Schaden nimmst und die Gemeinde schädigst? So müssen wir das sehen. Es ist ja wirklich sehr massiv. Es gibt natürlich auch mildere Maßnahmen. Ich habe schon Gemeinden angesprochen. Ich denke an einen Fall in einer großen Gemeinde, auch irgendwo ganz woanders, sie kommen gar nicht drauf wo. Und die haben gesagt, da waren zwei, ja, die einfach nicht den Weg des Herrn gehen wollten. Sie wurden mehrfach ermahnt und es war ganz schwierig. Es ist auch immer eine traurige Sache, weil man sich auch lieb hat und Beziehungen und Freundschaften da sind. Aber die Gemeindeleitung hat gesagt, das können wir können das nicht. Die ganze Gemeindeleitung hat ihnen ins Gewissen geredet, über Monate. Und sie haben nicht hören wollen. Und die haben nicht gesagt, wir schließen euch aus. Und es gibt ja auch noch mildere Formen. Sie haben gesagt, ihr dürft am Brot brechen, bis das geklärt ist, nicht teilnehmen. Das ist zum Beispiel eine mildere Form. Oder denken Sie, wir hatten ja Ulrich Parzani jetzt zu 5 Einheiten bei uns aus der Auseinandersetzung Ulrich Parzani, Diener. Also jetzt habe ich es personalisiert, das ist eigentlich Quatsch. Es geht um die Frage, wie geht man mit offen in der Homosexualität Lebenden in der Gemeinde um? Natürlich mit Liebe und mit Gnade. Aber können Sie, wenn Sie die Homosexualität auch praktizieren, Mitarbeiter in der Gemeinde sein? Und Bruder Diener sagt, das kann er sich durchaus vorstellen. Und Ulrich Parzani und auch Andrea Schäfer und ich, wir haben uns auch diesem Netzwerk angeschlossen. Wir sagen, das kann eigentlich nicht sein. Also Barmherzigkeit mit dem Sünder ja, aber Mitarbeiter nein. Ja? Und da könnte man sich jetzt zum Beispiel auch als mildere Form nicht den Ausschluss vorstellen, sondern man sagt, du, solange das nicht geklärt ist, kannst du nicht Jugendleiter sein oder kannst du nicht Ältester sein oder kannst du keine Funktion in unserer Gemeinde ausüben oder irgendwie im Rampenlicht stehen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber im Extremfall muss er sogar aus Liebe ausgeschlossen werden. Und wenn wirklich Jesus in seinem Herzen ist, dann hält er das nicht aus, er will zu seinen Geschwistern. Nun sind natürlich unsere Gemeindeverhältnisse so ganz anders, wie das Neue Testament das oft uns lehrt und zeigt. Aber bleiben wir mal beim Idealbild. Wir haben viele Verzerrungen durch 2000 Jahre Kirchengeschichte. Es gibt an einem Ort, sagen wir mal, was nehme ich für einen Ort? Sagen wir mal Philadelphia, das war eine kleine Gemeinde. Eine Gemeinde, drinnen und draußen ist ganz klar, wir haben gestern darüber gesprochen, die waren furchtbar unter Druck, wurden aus den Handwerkerzünften ausgeschlossen und so weiter. Und ein Bruder bekennt sich zu Christus. Das war schon was. Damit war er in der Welt eigentlich out, aber in der Gemeinde in. Und jetzt stellen Sie sich vor, er will aber von bestimmten Dingen nicht lassen, die eine Massivität sind und die Gemeinde tut ihn hinaus. Das ist, wenn er ein wirklicher Bruder ist, das ist für ihn kaum zu ertragen und wird ihn im Normalfall spätestens dann zur Besinnung bringen. Also wenn die ganze Gemeinde sagt, ich habe Unrecht und ich liege daneben, dann muss ich mich wohl beugen und ändern und umkehren. Also ist immer noch das Ziel, ihn zu gewinnen. Paulus sagt bei den Thessalonichern, wenn er nicht gehorchen will, 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher 3,6, so habt keinen Umgang mit ihm.
Und später sagt er sogar, wenn er nicht gehorchen will, so soll er ausgeschlossen werden, aber achtet ihn als Bruder. Immer, immer, immer die Liebe, immer das Gewinnende wollen. Aber auch nicht das Eiern und inkonsequent sein und Zustände dulden, die die ganze Gemeinde gefährden. Grundton der Liebe. Es ist der Wille des Vaters, dass nicht eines dieser Kleinen verloren gehen. Und das ist manchmal sehr schwer. Ich weiß von Ältesten, die haben schlaflose Nächte und die ringen mit sich. Und das ist wirklich sehr schwierig, wenn es in solche Dinge kommt. Aber wir sind Gesandte und Mitarbeiter Jesu Christi. Und wir müssen das tun, was der Herr sagt, und er weiß es besser und nicht, was wir in unseren eigenen Überlegungen und Liebesbegriffen für richtig halten. Also ich habe mal versucht, zwei Bilder zu finden. Das eine habe ich Ihnen schon gesagt, mit der Herde von Schafen, dass man da einfach eingreifen muss. Das leuchtet uns sofort ein, sonst ist eine ganze Herde gefährdet. Und es gibt natürlich auch in der Luftfahrt oder in der Schifffahrt, wenn bestimmte Mitarbeiter, vielleicht verantwortliche Mitarbeiter, grobe Fehler machen und das nicht korrigieren und nicht richtig mitarbeiten, dann kann es sein, dass das ganze Flugzeug gefährdet ist oder das ganze Schiff. Man kann doch nicht das Schiff mit hunderten Menschen untergehen lassen oder das Flugzeug abstürzen lassen mit hunderten Menschen, nur weil einer nicht spurt und mir sagt, ja, wir wollen in der Liebe nicht in sein Leben eingreifen. Und das ist das Modell hier. Also wir dürfen auch heute im Gehorsam und im Glauben diesen Dienst tun und aus Liebe nicht schweigen. Es gilt neu zu entdecken, dass gerade das Dulden lieblos und zerstörerisch wirkt, während ein liebevolles, aber klares Gespräch der Weg der Liebe ist. Und deswegen sollten wir uns an dieses Wort Jesu halten. Und wir selber sollten uns prüfen, ob wir vielleicht in so einer Situation stehen, auf der einen oder auf der anderen Seite. Es könnte ja auch sein, ich denke an Anfangszeit meines Glaubens, mir war vieles nicht so klar. Und ich habe dann ein Studium begonnen in Konstanz und ich habe mit einer Freundin, also wir waren nicht liiert, aber wir haben nichts dabei gefunden, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu ziehen. Die Wohnungen waren damals in den 80er Jahren auch schon teuer, nicht ganz so wie heute. Und da kam meine Schwester aus der Teestube zu mir und hat gesagt, du, das geht doch nicht. Das geht doch nicht, du kannst doch nicht, was ist denn das für ein Bild? Du ziehst mit einer Frau in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, als Gläubiger. Ich habe gar nicht gewusst, wo der Problem ist zunächst mal, ne? So ganz einfach. Und da war ich dann, sind wir noch in eine Gemeinde gekommen, die haben auch gleich mal so komisch erst nachgefragt, die Baptisten da in Konstanz. Ja, was will denn der, ihr wohnt da und da, aha, sagt er dann, ja zusammen, ja. Und es hat Monate gedauert, bis mir das sowas von klar geworden ist. Und ich bin dann ausgezogen. Und ich bin der Schwester dankbar. Und ich habe Ihnen vielleicht schon erzählt, Otto Funke sagt, dieser bekannte Pfarrer des 19. Jahrhunderts, der ganz einfachen, aber auch adligen Menschen so wunderbar das Evangelium gesagt hat. Er sagt, die Leute, die ihm auch mal deutlich etwas gesagt haben, die haben ihm einen größeren Dienst getan als die Speichellecker und Schulterklopfer. Das brauchen Sie sich jetzt heute nicht zu Herzen nehmen bei mir, aber er hat dann erzählt zum Beispiel, er war als Vikar, da war noch gar nicht im Glauben und da war fertig mit seinem Theologiestudium und plötzlich fällt in einer großen rheinischen Landeskirche der Pfarrer für Sonntag krankheitsbedingt aus und der Vikar muss zu seiner Stapellaufpredigt als fertiger Theologiemensch dann auf diese Kanzel und hat natürlich sich aufmunitioniert und wissenschaftlich und die Dinge so richtig laufen lassen, sein ganzes Wissen und schaut mal, was ich alles weiß und kann und wie ich zu Hause bin. Und er sagt, ich war so voll im Schwung und plötzlich stock ich total in der Predigt und bringe sie nur noch mit Stottern und irgendwie mühevoll zu Ende. Jahre später inzwischen zum Glauben gekommen und da hat ein Mitarbeiter, der älter war, sagte der zu ihm, weißt du, dass ich damals bei deiner Erstpredigt in der Kirche saß? Nö. Und du, ich habe auch für dich gebetet. Ja? Ja, ich habe gebetet, Herr, stopf diesem Schwätzer das Maul. Und genau in dem Moment fingst du an zu stottern und bist nicht mehr richtig weitergekommen. Und er sagt, der hat mir einen guten Dienst getan. Wie oft reden wir lieber über andere als mit ihnen? Aber wir sollten nicht schweigen aus Liebe. Es ist eine Glaubensschwäche. Wie viele intime Begegnungen hätte es schon geben können? Wie viel Not hätte man abhelfen können? Wie viel Schaden von der Gemeinde abwenden? Es sind ganze Gemeinden an diesem Fäulnisfraß kaputt gegangen
oder haben geistlichen Schaden genommen. Wenn etwas geistig läuft und der Teufel sonst irgendwie nicht zur Strecke bringen kann, dann versucht er, diese internen Streitereien zu starten. Das ist das gängige Mittel. Und dann zerfrisst sich die Gemeinde aneinander, munitioniert sich gegeneinander auf, statt ihren Dienst zu tun und nach außen auch zu wirken. Wir sehen, wie wichtig der Einzelne ist und wie der Herr sagt, jeder ist mir so wichtig, dass er ihn nicht einfach laufen lässt. Es kann ja auch sein, die Sünde besteht darin, dass er eben einen sündigen Weg geht und auch gar nicht mehr kommt. Dann ist ja so, geh hin, nochmal ganz was anders. Dann ist es ja sozusagen noch ein Liebesdienst, dass ihn überhaupt das Wort Gottes erreicht, weil er kommt ja nicht mehr in die Versammlung. Wie sehr brennt Jesus für die Herzen der Menschen, von Herzen, und kämpft aus Liebe für sie. Schauen Sie, ich bin gleich zu Ende. Ich beschäftige mich gerade sehr mit dem Tempel und da gibt es ja zwei Tempelreinigungen Jesu. Am Anfang seiner Wirksamkeit und dann am Ende. Und am Ende, da ist er ja rabiat, da wird ein Psalmwort zitiert, Psalm 69, Vers 10. Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Sie müssen sich mal vorstellen, Jesus ist nicht zu den Verantwortlichen des Synedriums gegangen und hat gesagt, hör doch mal her, das geht doch nicht, dass da hier so Wechseltische und die Schafe und Tempelgeld und ihr macht da euren Reibach und da steht das hebräische Wort für Kaufhaus. Das ist in der rabbinischen Literatur typisch für Kaufhaus. Ihr macht ein Kaufhaus. Ein Handelsplatz am heiligsten Ort der Welt. Das hat er nicht gemacht. Er hat ein Zeichen gesetzt, sondern er ist hingegangen, hat die Tische umgestoßen. Sie müssen sich das mal vorstellen, da waren Tausende, was für ein Radau. Und ist mit der Geißel durchgegangen. Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Und man sieht übrigens an der Stelle auch, dass Jesus diesen herodianischen Tempel als den Tempel seines Vaters akzeptiert hat. Auch in seiner Erweiterung, denn das fand in der königlichen Basilika statt, ganz am Südrand. Und jetzt, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Neutestamentlich ist doch die Gemeinde der Tempel des Herrn. Der Eifer für dein Haus. So geh hin, lass die Sache nicht auf sich beruhen. Klär es. Ist mir in den letzten Monaten so wichtig geworden. Da geht es jetzt nicht unbedingt um Sünde. Alles, was es zu klären gibt, zu klären. Wir haben gehört dieser Tage von einer Christin aus Nigeria, die sagt, mich könnt ihr jetzt umbringen. Da war Boko Haram-Terroristen. Mich könnt ihr jetzt umbringen. Bei mir ist alles geklärt. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich dachte, wie wunderbar. Alles geklärt. Ich kann gehen. Und die Frage ist, ob wir so brennen. Ob wir so auch mal Klartext reden können. Ich habe jetzt dieser Tage gelesen von einem Mann, der in relativ jungem Alter eine schwere Krebserkrankung diagnostiziert bekommen hat. Ein Jahr noch zu leben, ist dann auch wirklich gestorben. Und er war so Kirchenchrist, also mehr so Mitläufer. Aber er kam dann in Verbindung mit einem gläubigen Ehepaar. Und weil die Ärzte nicht rumgeeiert haben, sondern gesagt haben, wir können nichts mehr machen. Am Schluss war nur noch Schmerztherapie. War ihm klar, ich stehe jetzt vor dem Sterben. Wir würden fromm sein vor den Toren der Ewigkeit. Und dieser Druck hat ihn offen gemacht fürs Evangelium. Und er ist ein Jesuskind geworden. Klartext kann helfen. Was hätte es genützt, wenn es die Ärzte nicht gesagt haben? So muss man manchmal klar sein. Ich habe Leuten schon gesagt, wenn sie diesen Weg weitergehen, gibt es in ihrem Leben eine geistliche Katastrophe. Brennende Herzen. Vor gut einem Jahr brannten in Niamey in Niger die Kirchen. Jetzt als Gedenktag hat die Kirche in Niger sich versammelt, ich war ja zweimal dort, kenne auch den Allianzvorsitzenden, er hat eine Rede gehalten. Er sagte an diesem Tag, es ist doch unwichtig, ob sie unsere Häuser verbrennen, solange wir innerlich für Jesus brennen. So geh hin, aus Liebe nicht schweigen. Nathan ging zu David hin, ich glaube, der ist ihm in alle Ewigkeit dankbar, dass er den Mut hatte. Und vielleicht sind Sie der Nathan für einen David in unseren Tagen. So geh hin und schweigen wir nicht aus Liebe. Amen. Wir wollen beten und so es Ihnen möglich ist, können Sie sich dazu erheben. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir sehen deinen Eifer, dein Brennen in der Liebe, dein brennendes Herz, dein die Dinge nicht auf die lange Bank schieben, nicht unter den Teppich kehren, dass du auf Klärung, auf Durchlichtung, auf Reinigung, auf Klarheit aus bist, uns zum Segen und anderen. Und du weißt, wie schwer wir uns damit tun, gerade in unserer individualisierten Gesellschaft.
wie stark die Stimme bei uns ist. Ist doch seine Sache, was geht das mich an? Und du sagst, nein, ich habe euch zusammengestellt. Ihr tragt Verantwortung füreinander. Liebt einander und müht euch umeinander. Und das schenkt jetzt, dass wir die doppelte Bereitschaft haben, sowohl zu hören, wenn jemand zu uns kommt und uns mahnt, als auch den Mut zu haben, auf jemanden zuzugehen und mit Demut und Liebe zu sagen, Bruder, da stimmt etwas nicht. Und wir danken dir, dass du das selber tust, dass du immer wieder in unserem Leben Anlauf um Anlauf nimmst, um uns auf einen guten, rechten Weg zu bringen. So wollen wir dich ehren, wir wollen dich loben und preisen. Du treuer Herr. Amen.